Wir begrüßen Sie herzlich zum Fernsehgottesdienst aus Ulm an der Donau vom Turm der katholischen St. Georgskirche. Ulm liegt im Bereich der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Der außerordentliche Monat der Weltmission lädt uns ein, über unseren eigenen Kirchturm hinauszublicken. Gleich hinter uns erhebt sich das Ulmer Münster, die größte evangelische Kirche Deutschlands mit dem höchsten Kirchturm der Welt. Die gelebte Ökumene verbindet uns in Ulm mit unseren evangelischen Mitchristen und mit den Schwestern und Brüdern in aller Welt. Unten stehen schon Pfarrer Dr. Michael Estler und Vikar Clemens Gnorb. Feiern Sie mit uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, ich begrüße Sie alle ganz herzlich hier in unserer wunderschönen Georgskirche in Ulm und ich begrüße Sie an dem Ort, an dem Sie mit uns feiern, über das Fernsehen und über das Internet. Als große Gottesdienstgemeinde haben wir uns heute versammelt um unseren Herrn Jesus Christus. Im Eingangslied haben wir sein heilendes Erbarmen angerufen. Und darauf dürfen wir in dieser Stunde vertrauen. Und in diesem Vertrauen stimmen wir nun ein in den großen Lobpreis der Kirche in das Gloria. Lasset uns beten. Gott, unser Vater, wir sind als deine Gemeinde versammelt und rufen dich an. Öffne unser Ohr, damit wir hören und verstehen, was du uns heute sagen willst. Gib uns ein gläubiges Herz, damit unser Beten dir gefällt und unser Leben vor dir bestehen kann. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Exodus. In jenen Tagen kam Amalek und suchte in Rephidim den Kampf mit Israel. Da sagte Mose zu Josua: Wähl uns Männer aus und zieh in den Kampf gegen Amalek.
Ich selbst werde mich morgen mit dem Gottesstab in meiner Hand auf den Gipfel des Hügels stellen. Josua tat, was ihm Mose aufgetragen hatte, und kämpfte gegen Amalek, während Mose, Aaron und Hur auf den Gipfel des Hügels stiegen. Solange Mose seine Hand erhoben hielt, war Israel stärker. So oft er aber die Hand sinken ließ, war Amalek stärker. Als dem Mose die Hände schwer wurden, holten sie einen Steinbrocken, schoben den unter ihn und er setzte sich darauf. Aaron und Hur stützten seine Arme, der eine rechts, der andere links, sodass seine Hände erhoben blieben, bis die Sonne unterging. So schwächte Josua Amalek und sein Heer mit scharfem Schwert. Wort des lebendigen Gottes. Jubelt Gott zu, der unsere Stärke ist, jauchzt dem Gott Jakobs. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er lässt deinen Fuß nicht wanken, er, der dich behütet, schläft nicht. Nein, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr ist dein Hüter, der Herr gibt dir Schatten, er steht dir zur Seite. Bei Tag wird dir die Sonne nicht schaden, noch der Mond in der Nacht. Das Wort Gottes und kraftvoll. Es richtet über die Regungen und Gedanken der Herzen. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit sagte Jesus den Jüngern durch ein Gleichnis, dass sie allezeit beten und darin nicht nachlassen sollten. In einer Stadt lebte ein Richter, der Gott nicht fürchtete und auf keinen Menschen Rücksicht nahm. In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe, die immer wieder zu ihm kam und sagte: Verschaff mir Recht gegen meinen Widersacher. Und er wollte lange Zeit nicht. Dann aber sagte er sich: Ich fürchte zwar Gott nicht und nehme auch auf keinen Menschen Rücksicht, weil mich diese Witwe aber nicht in Ruhe lässt,
will ich ihr Recht verschaffen. Sonst kommt sie am Ende noch und schlägt mich ins Gesicht. Der Herr aber sprach: Hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte Gott seinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm schreien, nicht zu ihrem Recht verhelfen, sondern bei ihnen zögern? Ich sage euch, er wird ihnen unverzüglich ihr Recht verschaffen. Wird jedoch der Menschensohn, wenn er kommt, den Glauben auf der Erde finden? Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern, liebe Brüder, neulich habe ich ein Lied gehört und eine Zeile dieses Liedes hat sich besonders mir eingeprägt. Ja, sie hat mich sogar erschreckt. Da heißt es: Niemand spricht zu Gott in diesen Tagen. Und weiter heißt es: Ich würde gern denken, dass Gott runterschaut und über unsere Wege lacht. Niemand spricht zu Gott in diesen Tagen. Diese Worte von Bradley Cooper gehen mir nicht mehr aus dem Sinn. Und ich frage mich, warum hören Menschen auf, mit Gott zu sprechen, zu Gott zu beten, an ihn zu glauben? Gewiss, viele Menschen haben das Gefühl, dass Gott sie alleine lässt, dass Gott weit weg ist. Und ähnlich geht es auch der Witwe, von der wir im heutigen Evangelium gehört haben. Auch sie fühlt sich alleingelassen, sie fühlt sich bedrängt. Jemand nimmt ihr das Recht, das ihr zusteht. In ihrer Not ruft sie einen Richter um Hilfe. Doch sie muss die bittere Erfahrung machen: Diesen Richter kann ich nicht für mich gewinnen. Der, der mir helfen soll, der hilft mir nicht. Und so beschließt diese Witwe, dem Richter gründlich auf die Nerven zu gehen. Wie ein schreiendes Kind seine Eltern ruft, so bedrängt diese Witwe den Richter. Unnachgiebig, hartnäckig. Und siehe da, sie schafft es, diesen Richter für sich zu gewinnen, nicht weil sie ihn überzeugt, sondern ihre Hartnäckigkeit, ihre Ausdauer zahlen sich aus. Liebe Schwestern, liebe Brüder, viele von Ihnen werden bei solchen Worten aufhorchen und sich fragen: Passt dieses Verhalten zu einer Christin? Passt dieses Verhalten zu einem Christen heute? Ist es uns erlaubt, als Christen hartnäckig zu sein? Jesus sagt uns in diesem Gleichnis: Wenn ihr Gott so erlebt wie diesen Richter, weit weg, unnahbar, dann sollt ihr nicht weniger mit ihm reden, dann sollt ihr noch mehr mit ihm das Gespräch suchen. Gott sieht darin, dass ihr ihm vertraut, und Gott sieht darin, dass ihr ihm etwas zutraut. Macht es wie diese Witwe. Seid hartnäckig, seid ausdauernd, seid unnachgiebig. Und wenn es bei Gott erlaubt ist, hartnäckig zu sein, warum sollte es unter Christen und in der Kirche nicht erlaubt sein, hartnäckig zu sein, in unseren Räten und Gremien, gegenüber unseren Pfarrern und Bischöfen, gegenüber unseren Kardinälen, ja, selbst sogar gegenüber dem Papst. Auch sie dürft ihr bestürmen, auch ihnen gegenüber dürft ihr hartnäckig sein. Ja, liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Gemeinde, das Gleichnis, das Jesus uns heute erzählt, ist eine Ermutigung für all die Menschen, die nicht mehr damit rechnen,
dass sie gehört und dass sie erhört werden. Das Gleichnis sagt uns, als Getaufte und Gefirmte geht es um mehr als nur Glaubensformeln aufzusagen. Es geht darum, dass wir uns füreinander öffnen, dass wir aufeinander hören, dass wir darauf hören, was die Gesellschaft, was die Kirche bewegt, was die Menschen bewegen, und dass wir das alles gemeinsam miteinander vor Gott tragen und vor Gott bringen. Und genau darum geht es auch bei der Amazonas-Synode, die in diesen Tagen in Rom stattfindet. Und von all dem, was wir gehört haben von dieser Synode, hat mich besonders die Initiative von Papst Franziskus beeindruckt. Er hat die Teilnehmer darum gebeten, nach jeweils 4 Wortmeldungen 4 Minuten zu schweigen. Wäre das nicht auch eine Anregung für die Arbeit in unseren Gremien und in unseren Räten? Ein Fünftel der Redezeit einfach Gott zu schenken. Ich bin zuversichtlich, dass Gott uns neue Wege zeigen wird, dass Gott die Kirche, dass Gott die Welt erneuern wird, wenn wir ihn noch mehr in unser Gespräch mit einbeziehen. Amen. Hier in St. Georg sehen wir an den Wänden eine besondere Form des Glaubensbekenntnisses, das sogenannte Ulmer Credo. Jeder Apostel trägt einen Satz des Glaubensbekenntnisses und jedem Apostel steht ein Prophet zur Seite. Apostel und Propheten, das sind solche Menschen, die sich aus dem Gespräch mit Gott heraus haben senden lassen. Sie tragen das Wort Gottes in die jeweilige Zeit. Heute sind wir gefragt. Lassen wir uns von den Aposteln und Propheten dazu ermutigen, wenn wir jetzt unseren Glauben bekennen. Credo in unum Deo, credo in unum Deo. Den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Credo in unum Deo, credo in unum Deo. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des Vaters. Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Als Christen sind wir gesandt, unsere Anliegen unaufhörlich vor Gott zu bringen. In einer Stadt lebte ein Richter. Auch wir leben in einer Stadt. Ulm ist eine internationale Stadt, in der die Menschen den Zusammenhalt der Stadtgesellschaft besonders schätzen. Lasst uns zu Gott beten für alle Politiker und Verantwortlichen in unserem Land und in Europa, dass sie den Sinn für Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit im täglichen Miteinander fördern. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe. Überall leben Menschen, die einsam sind, die einen lieben Menschen oder ihre Heimat verloren haben. Lasst uns zu Gott beten um Trost in der Einsamkeit, um Respekt und um die nötige Offenheit in den Begegnungen des Alltags. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Sie lässt mich nicht in Ruhe. Immer mehr Menschen, darunter viele Junge, erheben ihre Stimme zum Schutz des Lebens und der Umwelt. Lasst uns zu Gott beten um die Solidarität der Generationen im Einsatz für den Erhalt der Schöpfung und den Schutz jeglichen Lebens. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Er wird ihnen unverzüglich Recht verschaffen. Viele Menschen sehnen sich heute nach tiefgreifenden Reformen in unserer Kirche. Lasst uns zu Gott beten um Rat in aller Ratlosigkeit und um Mut aller Getauften, die Kirche und sich selbst im Geiste des Evangeliums zu erneuern. Barmherziger Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Gott, du hast deinen Sohn gesandt, um uns den Weg zum wahren Leben zu zeigen. Hilf uns, deine Mission in dieser Welt fortzusetzen. Dich loben und ehren wir heute und in Ewigkeit. Caritas et amor.
Herr unser Gott, dein Sohn hat uns versprochen, er werde in unserer Mitte sein, wann immer wir in seinem Namen versammelt sind. Er selber erfülle das Lobgebet, das wir über Brot und Wein sagen, mit seiner Hingabe und Liebe, damit dir gegeben werde, was dir gebührt, heiliger Gott. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Wir danken dir, Gott, allmächtiger Vater, und preisen dich für dein Wirken in dieser Welt durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn inmitten einer Menschheit, die gespalten und zerrissen ist, erfahren wir, dass du die Bereitschaft zur Versöhnung schenkst. Dein Geist bewegt die Herzen, wenn Feinde wieder miteinander sprechen, Gegner sich die Hände reichen und Völker einen Weg zueinander suchen. Dein Werk ist es, wenn der Wille zum Frieden den Streit beendet, Verzeihung den Hass überwindet und Rache der Vergebung weicht. Darum können wir nicht aufhören, dir zu danken und dich zu preisen. Wir stimmen ein in den Lobgesang der Chöre des Himmels, die ohne Ende rufen. Aller Mächte und Gewalten, gepriesen bist du in deinem Sohn Jesus Christus, der in deinem Namen gekommen ist. Er ist dein rettendes Wort für uns Menschen. Er ist die Hand, die du den Sündern entgegenstreckst. Er ist der Weg, auf dem dein Friede zu uns kommt. Gott, unser Vater, als wir Menschen uns von dir abgewandt hatten, hast du uns durch deinen Sohn zurückgeholt. Du hast ihn in den Tod gegeben, damit wir zu dir und zueinander finden. Darum feiern wir die Versöhnung, die Christus uns erwirkt hat, und bitten dich. Heilige diese Gaben durch deinen Geist, da wir nun den Auftrag deines Sohnes erfüllen. Denn bevor er sein Leben hingab, um uns zu befreien, nahm er beimal das Brot in seine Hände, dankte dir, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er an jenem Abend den Kelch in seine Hände, pries dein Erbarmen, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tu dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Herr, unser Gott,
Dein Sohn hat uns dieses Vermächtnis seiner Liebe anvertraut. In der Gedächtnisfeier seines Todes und seiner Auferstehung bringen wir dar, was du uns gegeben hast, das Opfer der Versöhnung. Wir bitten dich, nimm auch uns an in deinem Sohn und schenke uns in diesem Mahl den Geist, den er verheißen hat. Den Geist der Einheit, der wegnimmt, was trennt und der uns zusammenhält in der Gemeinschaft mit unserem Papst Franziskus und unserem Bischof Gebhard, mit allen Bischöfen und mit deinem ganzen Volk. Mach deine Kirche zum Zeichen der Einheit unter den Menschen und zum Werkzeug deines Friedens. Wie du uns hier am Tisch deines Sohnes versammelt hast, in Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria und allen Heiligen, so sammle die Menschen aller Nationen und Sprachen, aller Schichten und Gruppen. Sammle sie zum Gastmahl der ewigen Versöhnung in der neuen Welt deines immerwährenden Friedens durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Darum wagen wir zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus ist unser Friede, er ist unsere Versöhnung, deshalb bitten wir. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche, auf den Glauben der hier versammelten Gemeinde und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Gebt einander ein Zeichen des Friedens. Der Friede sei. Seht, Christus, das Lamm Gottes, es nimmt hinweg die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. So spricht der Herr, kommt alle zu mir, die ihr schwer tragt an der Last eures Lebens, ich werde euch Ruhe verschaffen. Thank you.
Lasset uns beten. Du Gott der Liebe, du hast deinen Sohn gesandt, um für uns Weg, Wahrheit und Leben zu sein. Wir haben sein Wort gehört und die Kraft seines Sakramentes empfangen. Begleite uns, damit wir gemeinsam deine frohe Botschaft in unsere Welt hineintragen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Schön, dass Sie in diesem Gottesdienst mit uns im Glauben verbunden waren. Sie können gerne noch weiter mit uns in Verbindung bleiben, denn bis 19 Uhr sind Mitglieder unserer Kirchengemeinde für Sie unter der Nummer 0700 14 14 10 10 telefonisch erreichbar. Wir freuen uns auf ein Gespräch mit Ihnen. Gerne geben wir Ihnen dabei auch Auskunft über das Faltblatt zu den Fernsehgottesdiensten. Weitere Informationen finden Sie im Internet oder im Videotext. Liebe Schwestern, liebe Brüder, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie diesen Gottesdienst heute mit uns hier in der Georgskirche gefeiert haben. Lassen wir uns nun von Jesus, von Gott in die Welt hineinsenden und bitten wir ihn um seinen Segen. Der Herr sei mit euch. Gott, der barmherzige Vater, bewahre euch im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe.
Und das gewähre euch der gute und der treue Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden.